Hallihallo, Hallöchen zusammen. Ich bin Kevin Kupferknospe und das hier ist Wizard 101, ein sogenanntes Let's Play. Naja, ihr, die ihr das hier seht, ihr wisst ja alle schon darüber Bescheid. Ich habe mein Aussehen ein bisschen geändert und habe jetzt von euch erfahren, dass ich auch sogar meine Waffe schneidern lassen kann, auch wenn es unlogisch ist. Aber die Waffe, die glitzernde Drachenlanze, liegt ja bei mir zu Hause. Hängt an der Wand und irgendwann werde ich die benutzen. Ich benutze jetzt einfach mal andere Sachen, damit es auch nicht immer gleich aussieht. Ah ja, guck mal hier. Mein lieber Zuschauer und langjähriger Freund Nils Eiskling hat mir ein Geschenk geschickt. Einfach so. Finde ich super cool. Set Nest der Hydra. Ja, bin ich mal gespannt. Nils Eisklinge, diese Folge widme ich dir. Und ich sage damit viele Grüße an dich. Spatenspäne, Finsterfee, Schuhe. Hä? Narrenstiefel? Ah, lass mal gucken. Ziel erhält 80 Angriffskraft pro Pip und verliert 4 Pips. Okay. Hirtenstabkuchen. Wohnen. Großer Weidenbaum. Cool. Schön. Fußbodenbecken. Ja, interessant. Vielen Dank, Nils Eisklinge. Narrenstiefel. Was machen die denn eigentlich? Plus 3% verteilen. Okay. Sind jetzt nicht unbedingt besser. So, irgendwer hatte mich noch darauf hingewiesen, dass ich beim Kampf gegen die Raben eine Robe gekriegt habe. Rabenrobe. Mantel der Gerechtigkeit, Stufe 54. Ach ja, genau. Lass mal gucken. Das war das. Das war Tod. Dingenskirchen. Wams des trübsinnigen Bären. Ach nee, das hatten wir eben schon mal. Nö, ist jetzt nichts so Besonderes bei. Und ja, ihr hattet mir auch geraten. Oh, boah. Ist schon wieder spät. Ihr hattet mir auch geraten. Nee, Kyrus, gib da jetzt nicht dein ganzes Geld aus. Du bist schon Stufe 4, was bin ich? 54 oder 56? Was bin ich denn jetzt? Lass mal gerade gucken. Ach, ich bin erst Stufe 54. Na, da muss ich ja noch einiges tun. Ja, ab Stufe 60 kann ich ja ins Wasserwerk und mir dann da nach und nach die Wasserwerkrüstung holen, die wohl sehr, sehr, sehr gut sein soll. Und, na gut. Was mache ich jetzt hier eigentlich in Mohong? Ich habe eine News erfahren. Da ich ja jetzt bei gameplay.de arbeite, bin ich immer ein bisschen früher an den News als die meisten anderen. Und eine der allerneuesten News von Wizard 101 ist, dass es, ach guck mal, dass es möglich sein soll, zu angeln. Ganz neu, ganz neues Feature, wo man irgendwelche Spezial, was war das denn? Beute? Laden? Ach so, ja, dass man irgendwelche seltenen Sachen sammeln kann und so, das ist doch cool, oder? Angeln kann. Ja, aber ich denke, dieses Update ist natürlich erstmal nur für die USA gedacht. Und dann sprach man auf jeden Fall davon, dass man in den Teichen, da stand doch gerade irgendwas, Judo? Egal, dass man in den Teichen in Mohong angeln kann. Aber wo sind die Teiche von Mohong? Naja, aber würde es dieses Update schon geben, dann hätten wir alle schon längst davon erfahren, nicht wahr? Wizard 101 Gameforge macht jetzt auch kein Hehl aus den Sachen, die die neu machen. Boah, ich muss schon wieder Geld verflucht. Ich nehme aber auch wieder viel zu spät auf. Ich bin heute auch ein bisschen trübsinnig, muss ich sagen. Ich hatte heute ein bisschen einen ziemlich blöden Tag. Doch, ich hatte heute echt einen echt beschissenen Tag und bin jetzt nicht so super mega gut drauf. Naja, aber ich gebe mein Bestes, Leute. Es ist auch nur eine kleine Folge, die ich hier aufnehme. Damit es keine Lücke gibt in der Kontinuität. Gut, hier in Mohong wird es demnächst in Fischteichen möglich sein zu angeln. So, das mal nur so nebenbei.
Wo möchte ich jetzt überhaupt hin? Ich gehe wieder nach, nein, 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 nein. Da das jetzt in so eine Dingensfolge ist, die nicht mit dem regulären Let's Play zu tun hat, gehe ich jetzt mal nach Krokotopia. Noch ein bisschen was klauen. Also ich mag diese Folgen zwischendurch, ne? Wenn man jetzt die ganze Zeit gekämpft hat oder ständig gequestet hat, das wird ja auch irgendwann so ein bisschen langweilig, nicht wahr? Lass mal gerade gucken. Wo ist denn die Kammer des Feuers? Nee. Moment, ich rede gleich weiter. Kammer des Feuers. Kammer des Feuers. Ist eine Pyramide der Sonne, Altar der Könige. Das ist ja die Pyramide der Sonne und das ist auch die Kammer des Feuers. Okay. Ja, wenn man so die ganze Zeit gekämpft hat und es war so über mehrere Folgen, fast 10 Folgen lang, total eintönig, dann bin ich froh, zumindest bei anderen Let's Plays, dass es dann auch mal was anderes gibt. Königliche Halle. Ja, so ein bisschen Abwechslung. Ist doch schön, oder? Kammer des Feuers. Ja, wenn man dann irgendwie mal was komplett anderes macht, so Sachen sammelt oder was Ungewöhnliches tut, so wie jetzt zum Beispiel. Jetzt muss ich eine Folge überbrücken. Möchte ich. Und lass mal gerade gucken. Ausgrabungsstätte. Also wupp, wupp und fertig. Da sind wir ja dann schon. Boah. In meinem Zimmer sind wir 5 Milliarden Grad. Mindestens. Ach genau, ich wollte gleich auch mal vielleicht kurz zum Bazar. Vielleicht, nee, komm, lass mal stehen. Vielleicht gibt's ja... falsche Taste gedrückt. Vielleicht gibt es ja jetzt mal zufällig Alteisen zu kaufen im Bazar. Das wäre cool, oder? So, was habe ich mir aufgeschrieben? Klauen. Leiter in Ausgrabungsstelle in Kammer des Feuers. Eine Leiter kann ich hier klauen. Gut, dann gucken wir doch mal. Kevin ist wieder mal auf Diebestour. Da hinten sind bestimmt viele Leitern. Der Kevin. Da steht die Bude voll Diebesgut. Und das ist schön. Das macht der Kevin ganz gut. Ne? Ach, guck mal, hier ist zum Beispiel eine Leiter. Ja, Supi-Lupi. Vielen Dank an diesen Tipp. Sehr gut. Supi-Lupi, wie sich das anhört. So, und jetzt geht es aber zurück zu die Oase. Damit habe ich das geklaut. Vielen, vielen Dank für den Tipp. Ich habe mir leider nicht aufgeschrieben, wer mir den Tipp gegeben hat. Ah, sorry, wirklich. Das war nicht nett von mir. Da hätte ich dich ja mal wenigstens mit einem Dankesgruß erwähnen können. Ich werde es mir mal merken für die nächsten Leute, die mir Tipps geben, die mir wirklich hilfreiche und gute Tipps geben. Und nicht Tipps, die ich schon lange weiß. Das muss ich auch dazu sagen. Dumpidumpidum. So, hier muss ich ins westliche Gegengewicht. Wo war das nochmal? Lass mich mal gucken. Scotland Yard. Die Eisenhütte kann man heute dick mit Chelsea Knight Court, Newgate, Gefängnis. Scheiße. Royal Museum. Wo ist denn der Big Ben nochmal? Das war doch ein Big Ben verflucht. War aber nicht beim Royal Museum. Market Square. Komm, wir gehen mal geradeaus. Das hinten ist doch der Big Ben. Soll er zumindest sein. Ich meine, da wäre doch... Ja, ja, klar. Da muss ich im westlichen Gegengewicht, da gibt es eine, noch ein Bild für mich zu klauen. Soll das das... Ne, das ist doch das Royal Museum. Doch, Big Ben. Komisch. Leute, ich bin nur hier, weil ich klauen möchte. Und du bist zwar Polizist, aber das interessiert mich nicht. Du betrittst gleich einen... 2 Stunden nimmt in Anspruch. Ich gehe nur da rein, um zu klauen, ihr blöden Hundebullen. So, ein Bild im... Nein, ich wollte nicht kämpfen. Ach Gottchen, Leute, ich muss ja jetzt nicht hier das ganze westliche Gegend... Nein, da habe ich keinen Bock drauf. Da hänge ich keinen Bock drauf. Da kann mich ja irgendwann mal jemand hinbieben.
Erschüttern, erschüttern, erschüttern. Ich muss mein Deck auch umstellen, ne? Hallo? Oh nein! Ich hab hier das wieder an. Ach, ich trottel. Nein! Ich wollte jetzt nicht mit irgendwem spielen, weil der denkt ja dann auch, ich würde... Kevin Regenbrise. Ach, hi, Kevin. Ich würde hier... Nein, 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 nein. Verflucht, ich will hier nicht kämpfen. Ne, wisst ihr was? Wir werden das jetzt mal beenden. Ja, ja, ja. Sorry, Kevin Regenbrise. Du hättest jetzt bestimmt gern mit mir gespielt, aber ich war eher zufällig hier. Ne, ich dachte, da gäbe es, westliches Gegengewicht. Ach, ich trottel. Momentchen mal, das ist Big Ben. Westliches Gegengewicht war doch da oben. Ach, Trottelchen. Ach, jetzt laufe ich nach rechts, nach in den Osten. Osten und Westen, das ist schon so eine Sache, ne? Das hier so, ne? Man muss gucken nach Sachen, die asymmetrisch sind. Ja, das ist doch das Östliche. Ach, ich bin so doof. Rechts Osten, links ist Westen. Grundschule Level 1. Kevin, Kevin, Kevin. Ich sehe aus, als hätte ich einen Rückschritt gemacht, so. Mit diesem Zauberstäbchen und mit diesem albernen Helm. Aber das Teil kann ich doch mitnehmen. Nee? Ach, ich dachte jetzt. Gut, ab ins westliche Gegengewicht. Und du betrittst gleich ein... Ja, ja, bla bla. Lass mal was gucken. Huch. Die Folge ist gleich schon zu Ende. So, ein Bild im westlichen Gegengewicht. Aber wenn ich jetzt da hochlatschen muss, dann mache ich das trotzdem nicht. Weil dann muss ich ehrlich gesagt sagen, dann pfeife ich auf das Bild. Und es ist ja tatsächlich so, wahrscheinlich ist da oben irgendwo ein Bild. Aber dann muss ich jetzt wieder Kämpfe auf mich nehmen. Und da habe ich irgendwie voll keinen Bock drauf. Wir gucken gerade einmal, was die Tante zu sagen hat. Mhm, das haben wir alles schon durch. Wer will, kann sich die Folgen natürlich angucken. Liegt schon eine Weile zurück, aber einfach suchen bei YouTube nach Wizard 101 westliches Gegengewicht. Na, ich denke, darunter findet man es schon direkt. So, ich werde nicht gegen euch kämpfen. Ist das hier? Das ist doch kein Bild. Schade eigentlich. Nein! Nein, 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 nein. Ja, ja, sicher. Nee, ich suche jetzt hier nicht nach dem... Nach dem Gedönse. Habe ich keine Lust drauf. Komm, ich gehe nach Hause, da fühle ich mich am allerwohlsten. Ich soll noch einen Gruß ausrichten, oder ich möchte einen Gruß ausrichten. Habe ja gesagt, ich grüße jetzt nur noch, wenn ich das gerne möchte. Und jemand hat mir eine traurige Geschichte geschrieben von einem Vögelchen, das gegen sein Fenster geflogen ist. Aber das Vögelchen ist nicht qualvoll verendet, wie man vielleicht annehmen möchte. Nein. Sie haben es gerettet und wieder aufgepäppelt, so habe ich es zumindest verstanden. Und darum möchte ich diesem Vögelchen doch meinen allerliebsten Gruß ausrichten und ihm alles, alles Gute wünschen. Ups, was mache ich denn jetzt? Alles Gute, lieber Vogel, ich wünsche dir gute Genesung. So, gibt in der nächsten Aufnahme noch ein paar Sachen zu besprechen, die sind sogar ein bisschen... Naja, interessant. Es ist immer wieder sehr interessant, was mir für Sachen, für Fragen gestellt werden, auch unter meinen Kommentaren. Das ist wirklich der Hammer. Ne? Zum Beispiel, wie heißt du auf Facebook? Da antworte ich gar nicht mehr drauf. Ich antworte einfach nicht mehr drauf. Ich nehme das wirklich persönlich. Nein, ich nehme es nicht persönlich. Aber das ist mir die, das ist mir das Knicken meiner Fingerglieder nicht wert, darauf zu antworten. Ich brauche nicht nochmal extra sagen, dass alle Informationen, wo ich zu finden bin, meistens unter meinen Videos unter all meinen Videos stehen. Zumindest bestimmt schon seit 200 Folgen oder so. Davor kann es sein, dass es da nicht stand, aber hey, ja. Alles, was man wissen muss, ist da. Ich antworte nicht mehr. Außerdem,
mal kurz überlegen. Mein Kanal heißt Killed Chaos. Ich nenne mich oft Chaos. Welche Möglichkeiten gibt es, auf Facebook zu suchen? Wonach könnte man gucken? Also unter Gronkh habe ich auch einen Account. Der ist ziemlich populär. Aber ansonsten würde ich mal bei Facebook nach Killed Chaos gucken. Das könnte eine Möglichkeit sein. Oder nach Chaos. Da findet man bestimmt was. So. Gerade mal gucken, ob ich hier Materialien finde. Ach, Mann. Keine Karten. Oh, Mann, wie das immer dauert. So. Zutaten. Alteisen. Oh, ist wieder nicht dabei. Schade. Manno. Wie ärgerlich, oder? Boah, Schuppen. 4000. Fischschuppen. Die sind aber viel wert, wa? So, wir kaufen goldene Perle. Goldene Perle! So, Leute. In der nächsten Aufnahmesession wird es ja ein bisschen runder gehen. Mal gucken, wo ich dann hingehe. Nach Wintergrim oder nach Wintergrim oder vielleicht auch nach Wintergrim. Ja, ich habe gesagt, ich beende die Aufnahme von Wizard 101, wenn ich Melister besiegt habe. Aber es geht ja irgendwann weiter. Ihr, die alle natürlich zugehört habt, wisst, dass es dann auch weitergeht nach einer Weile. Aber gut, ich möchte trotzdem gerne, wenn es geht, vor noch Level 60 erreichen. Obwohl, das wird schwer. Es sind noch 6 Level. Damit ich dann hier Wasserwerk machen kann in meiner Offscreen-Zeit. Ne? Wenn ich dann Offscreen vielleicht mal irgendwann Bock habe zu zocken, dass ich mir dann da spontan Leute einlade, um das Wasserwerk zu machen und meine Wasserwerkrüstung zu sammeln. Das wäre cool, wenn ich das vorher noch schaffen würde, Level 60 zu erreichen. Aber deswegen muss ich nach Wintergrim. Ich guck mal, was ich da machen kann. So, und in Drachenfels müssen wir natürlich auch weiterkommen. Also ist schon schick fahr. Schick Freundschaftsanfrage. Was zu... Oh, das ist schon wieder der Kevin Regenbrise. Oh nein, er verfolgt mich. Schnell weg hier. Der denkt jetzt, ich will dich veräppeln. Nein, Kevin, ich will dich nicht veräppeln, aber ich habe gerade keine Zeit, mit jemandem zu spielen. Wo ist er jetzt hin? Ich glaube, der hat mich gar nicht gesehen. Okay, Kevin Regenbrise. Ich grüße dich trotzdem mal. So. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns morgen wieder in dieser Folge. Ist wirklich nicht viel Aufregendes passiert, aber das darf ja auch mal sein. Ne? Bis dann. Tschüss.